hier, kleine Eisbären, kleine Pinguine, Polar Smash. Um was geht's bei Ihnen? Polar Smash ist ein Kinderspiel für Kinder ab 5 Jahre. Und zwar ist es eine Kombination aus einem Geschicklichkeitsspiel und einem Denk- und Logikspiel. Ich muss jetzt sagen, ich kann es kaum fassen, weil ich sehe nichts Digitales hier. Gibt es das noch? Also wir sind ja die Freunde des analogen Spiels, sagen wir mal so. Und wir sehen es auch als gewissen Trend an. Wir finden, dass die digitalen Spiele etwas überhand genommen haben und wir auch aus pädagogischen Überlegungen heraus finden wir, dass die Kinder wieder mehr mit haptischen Produkten spielen sollten. Und das gilt nicht nur für die Kinder, sondern aus meiner Sicht auch für den Erwachsenenbereich. Bekommen Sie, wenn Sie so Entscheidungen strategisch fällen, auch Feedback Ihrer Kunden? Also wir gehen natürlich auf Feedback ein von unseren Kunden, aber wir besuchen auch weltweit Kongresse, Fachmessen, wo wir mit Spezialisten in dem Bereich Spiel, Brettspiel sprechen und da ziehen wir unsere Schlüsse daraus und treffen unsere Entscheidungen für unser eigenes Geschäftsbetrieb. Mhm. Ist das jetzt Ihr Highlight-Produkt oder haben Sie noch mehr im Portfolio? Das ist unsere Neuheit für die Spielwarenmesse dieses Jahr oder eine unserer Neuheiten für die Spielwarenmesse. Und wir sind erst seit 2,5 Jahren selber Spieleverlag und wir haben aber an unserem Messestand noch etliche andere Neuheiten im Spielebereich. Sieht jetzt kinderleicht aus, ich verstehe es trotzdem nicht, wie wird das gespielt? Also der Iglu muss erstmal aufgebaut werden, da gibt es eine Aufbauhilfe dazu. Wir haben 2 bis 4 Mitspieler und dann die Spieler sind sozusagen die Pinguine. Der Iglu wird von einem Eisbären bewacht, der steht oben auf der Spitze und die Steine haben unterschiedliche Nummerierungen. Das heißt, je weiter unten der Baustein ist, umso weniger Punkte zählt er. Je näher ich an dem Eisbär dran bin, umso mehr Punkte bekomme ich. Die Kinder müssen jetzt reihum immer einzelne Iglu-Bausteine aus dem Iglu rausziehen. Und derjenige, der den Iglu zum Einstürzen bringt, das ist leider der Verlierer der Runde. Und bei den anderen werden dann die Punkte zusammengezählt, wie viele Bausteine sie aus dem Iglu entfernen konnten und wer die höchste Punktzahl hat, hat gewonnen. Hört sich lustig an. Ich wünsche Ihnen eine schöne Messe. Viel Glück. Dankeschön. Okay.